Okay, überlegen wir uns mal. Shifty hat jetzt gesagt, es wäre hochzählen, ne? Hier 1, 1. Also müsste ich quasi hier die 4. Eins. Ach so, ich muss das so machen. Okay, hier die 4. Dann müsste hier die 3 kommen, ne? Ups. Ich bin dumm. Also. Gut gedacht. Aber es ist jetzt so, dass der quasi den hier runterzählt. Aber warum zählt denn hier zweimal? Achso, es muss dann hier die 1 rauskommen, ne? Ja, ich bin natürlich ein bisschen trottelig. Da war das hier mit der 4 ja eigentlich mehr Lucky, oder? Jetzt müsste ich ja quasi. Warum ist es denn nicht die. Ich bin total beschränkt. Hier habe ich 4 eingegeben. Dann hat er 3 drauf gezählt, ne? Dann müsste ich ja hier die 0 machen. Ne, die 9. Und dann hier. Ich habe auch gedacht, dass die Differenz, das hätte auch Sinn gemacht. Und dann müssen wir hier. Hier zählt da ja dann 5 hoch, ne? Also müsste es ja auch die 9 sein. Mega Shifty. Ohne den Shifty wird es einfach nicht laufen, sag ich mal so. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es die Differenz ist, aber dem ist nicht so. Und jetzt hat da die eine Tür geöffnet. Speichern wir mal. Wir müssen jeden Fortschritt speichern hier, ne? Das ist wichtig. Mal kurz hier reingucken. Ich frage mich gerade, ob ich mit der Ebenenkarte 3 auch die 2 und die 1 aufkriege. Sehen. Also, da steht, ich könnte die rauslöschen. Ach du Heiliger. Nee, das wollen wir nicht. Ah, hier. Ich glaube, wenn man das Herz direkt trifft, sind die halt instant down, ne? Wo kam denn der jetzt her? Aus irgendeiner Gefängniszelle? Das macht da gar keinen Sinn. Ich hole mal meinen Mic ein bisschen heran. Da muss ich nicht so schreien. Außerdem kommt dann das Rode besser zum Einsatz, nicht wahr? Ist unfassbar, wie hardcore das Game blendet, wenn man Raytracing anhat. Und den Monitor auf Spielmodus. Heilige, das alles unter dem Hotel, ne? Ich will nur noch mal Surely the compounds used to make the gas are still in here somewhere. Also wir sind immer noch auf der Suche nach dem Gas, ne? Um den Riesen zu fällen. Oh, ich bin dumm. Nochmal einmal umblättern und nochmal. Nochmal. Hier sind wir richtig. Die Menschen erforschen diesen Ort schon seit langer Zeit, aber es scheint, als
Es scheint, dass alle, die hierher kamen, für immer geblieben sind. Dieses Notizbuch enthält zahlreiche wertvolle Informationen. Gut, dass der Mittler es versteckt hat, bevor es zerstört werden konnte. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Wie hat man es geschafft, einen so riesigen Ort zu errichten, ohne dass es jemand bemerkt hat? Ich frage mich, wie lange es gedauert hat, um es fertigzustellen. Und wie lange haben sie es geschafft, es so viele Jahre geheim zu halten? Und wie haben sie es geschafft, ja? Hallo? Okay. Irgendwo krabbeln hier Spinnen rum. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Okay. Kommt man hier lang? Nee. Also schon ziemlich Underground-Bunker, kann man sagen, ja, ne? Ich meine, wenn ich ja nicht täuschen, müssten die irgendwo da drüben rumkrabbeln. Ich meine, wenn ich ja mich nicht täuschen, vor allen Dingen. Warum ist denn hier alles kaputt? Wäre es zu einfach gewesen, einfach rübergehen zu können, oder was? Wo sind die räudigen Viecher denn? Bestimmt innen drinne. Also, da oben ist auch noch eine Tür. Eigentlich doppelt auf. Bescheuert? Ach, ich bin da runter. Es ist erster Arbeitstag. Ich habe heute das erste Mal seit einer Woche wieder Sport gemacht. Es ist spät. Ne? Also ich sag's nur. Aha. Where is the second one? Muss mal kurz das Licht ausmachen, weil ich dann besser sehe. Klingt vielleicht komisch. So, also. Wir sind in der 1. Die 2. Ich würde einfach sagen, wir fahren von oben nach unten, ne? Der letzte ist im Arsch. Ich komme gar nicht überall hin. Ist ja auch interessant. So, rot ist wahrscheinlich schlecht. Ja. Ah! Damit entriegeln wir also die Haupttür, okay. Bestimmt total easy auch. Jetzt auf Anhieb schaffen, so wie alles hier im Game. Schön, zweimal daneben geschossen. Dreimal daneben geschossen. Interessanterweise haben wir hier wieder Footsteps, die wir vorher in dem Steingang nicht hatten.
denn hier? Ah ja. Okay. Kann ich nicht nehmen? That's one of the ingredients. Now I just need to find the other two. Okay. Ich brauch die Kamera ja eh. So. Weil wir brauchen den Schlüssel. Denjenigen welchen? Also, ich poker jetzt mal und speichere die mal in mein Inventar rein, weil das so aussieht, als bräuchten wir die nicht mehr. Sobald, das ist wie bei Resident Evil, sobald irgendwas markiert ist mit, kannst du löschen, also wegschmeißen, dann kannst du es auch wegschmeißen. Hallo Blackmeister. Ist die Performance, die ich auch in RDCW zeige? Ich würde mich, also ich würde sagen, in RDCW performe ich ein bisschen besser. Pi, Epsilon, Beta, irgendwas. Und sah so ähnlich aus. Leo, wo warst du nur gestern? Da hätte ich dich echt gut gebrauchen können. Ich habe ja gestern ein bisschen Halo gespielt. Das war easier gewesen. Mit dir als zweiten Partner. Ja, Inventar voll mit Waffen, erinnert mich an Resident Evil. Es hat kurioserweise auch sehr viel mit Resident Evil gemeinsam. Ich glaube, das haben die Entwickler aber auch gesagt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir dieses Spiel heute schaffen. Ursprünglich wollte ich danach eventuell das Resident Evil DLC spielen, aber dann, ich weiß nicht, wie der Shifty das sieht. Der ist sehr hyped auf Tarkov immer. Mein lieber Server, unserem Jungen geht es gut. Er leidet in letzter Zeit unter geringfügigen Schmerzen, aber hält sich tapfer. Sein Körper reagiert viel schneller auf die Behandlung, als ich erwartet hätte. Aquiles ist etwas Besonderes, Sarah, daran habe ich keinen Zweifel. Sämtliche Verletzungen heilen schneller als zuvor und seine körperliche Stärke ist um ein Vielfaches gestiegen. Unser Sohn konnte eine Statue mit den bloßen Händen aus den Angeln heben, Sarah. Mit den bloßen Händen. Und von Tag zu Tag wird er immer stärker. Es wird nicht mehr lange dauern und unser Junge wird sich nie wieder vor Schmerzen fürchten müssen. Aquiles wird der Maßstab sein, an dem sich die ganze Menschheit messen lassen muss. Ich liebe dich, dein Davy. Mann, ey. Echt, in Halo performt gerade nicht gut bei mir, weil mein CPU doch sehr langsam ihre Grenzen aufzeigt. Achso, hab Delay-Input mit der Maus, deswegen ist es schon fast unmöglich, gut Halo zu spielen. Oh, okay. Ja, yeah, aber du hast doch vor nicht gar allzu langer Zeit hast du doch eigentlich hast du nicht aufgerüstet? Warum geht bei dir eigentlich die Tür auf, Bro? Hauptsache, er hat die Waffe auch nochmal nachgeladen, ne? Er hat die nicht weggesteckt. Ich habe eigentlich gedrückt, pack weg. Aber er hat gesagt, nö. Ich lade jetzt hier rigoros nach. Da fein nichts drin, oder was? Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du so Probleme mit dem Spiel hast. Aber mich dünkt, du hattest das schon mal erzählt gehabt, ne? Wo wir es damals gezockt haben. 4770, ja. Achso, du hast nur I.O. und Gehäuse mit Lüfter aufge... Ah, okay. Achso, hier muss ich dann den ganzen Kram reinschmeißen, um ihn zu mischen.
Alle mir mal schön das Inventar voll. Geil. Oh nein. Oh nein, das erinnert mich an die Resident Evil Geschichte. Ach Gott. Only one more to go. Kann ich die hier schon reinpacken? Stimmt. So. Ich glaube, das ist leichter als in Resident Evil. Da musste ich nämlich auch was zusammenmischen. Das hat ewig gedauert, glaube ich. Weil ich nicht so ganz durchgesehen habe. Wie immer halt. Erstmal speichern. Ich glaube, dass ich halt bald aufrüsten kann, aber bei den aktuellen Preisen 13.700 oder 13.900 soll es dann schon sein. Ah, okay. Was ist mit den... Ja gut, die Intel sind jetzt natürlich ein bisschen schneller als die AMD Pendants. Und kurioserweise auch nicht sonderlich günstiger, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also zumindest, wenn man auf eine neue AM5-Plattform wechseln möchte. Ja, hier fehlen jetzt natürlich... Nee, doch nicht. Machen wir einfach mal weiter und gucken, was geht. Gespannt, was ich machen muss, um die anderen Dinger da anzuklicken. Intel war aktuell. Oh, nee, nee, nee. Ach so, ach so. Deswegen kriege ich die. Hä? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, deswegen kriege ich die großen Viecher auch immer nicht umgeschossen, aber ich habe die Spinne, die eine ja vorhin auch mit einem Schuss weggemacht. Also macht das ja gar keinen Sinn. Ist das, weil die in so einer Art Stase dann sind, wo... Also wo ich sie quasi aus der Kalten raus erwische? Und deswegen nur einen Schuss brauche? Macht das Sinn? Also ich hatte in der Tat auch schon mal überlegt, ob ich... Weil meine Intel-Generation ist ja noch nicht mehr die jüngste. Aber der ganze Aufwand ist mir auch zu viel und... Du hast gerade einen neuen RAM gekauft und eigentlich läuft es noch alles so vernünftig, wie es laufen soll. Unvernünftigerweise könnte man sagen, jo, ich rüste jetzt auf, aber lass das mal lieber noch. Ah. Aha. Ah. Hätte mir ausgehalten. Warum? Wie ein Strahlenreaktor. Die Bisse machen mich übrigens nicht zu Spider-Man, ich habe schon ein paar Mal probiert. Aber kriege ich denn jetzt Gänsehaut? Ekelgeräusch. Verstehen, dass es ein Reiz aufzurüsten. Das Drumherum ist immer so teuer, aber ich muss halt. Hab sogar noch DDR3. Ja, gut, das. Da sollte man wirklich aufrüsten, ja. Das heißt, müsste, aber. Ja, da kommt die CPU schon ins Schwitzen, ne? Ich meine bottleneckt auch, aber. Bei dir ist es dann halt wirklich krass, wenn Halo dann auch schon. Stuttert. Das ist dann uncool. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wer, wenn nicht ich. Bei mir ist es halt einfach, ich habe keinen Bock, die Wasserkühlung wieder umzubauen, ne? Also bei mir kommt der Faktor Faulheit noch dazu. Los, Alter.
Okay, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Hier komme ich nicht runter, ne? Ah, da bin ich auch nicht runter, da bin ich ja tot. Hättet ihr noch so ein DDR4-Kit rumliegen? Aber das bringt ja nichts, ne? Also ich bin ein bisschen lost. Ist gerade einfach so zurückgelaufen. Bin einfach in die falsche Richtung gelatscht. Hört auf, mich abzulenken, Chat. Ja, meine Vaku ist schön mit Soft-Tubing. Ich muss trotzdem das ganze Wasser ablassen. Müsste ich? Nee, müsste ich nicht. Nicht zwingend. Der CPU-Block sollte eventuell sogar noch passen. Lass uns nicht darüber reden. Ich möchte diese Idee nicht weiterverfolgen. Also der, von dem ich die Wasserkühlung habe, meinte, der CPU-Block müsste noch passen. Inwieweit das jetzt hinhaut, weiß ich nicht. Solange ich den Block nicht austauschen müsste für die CPU, dann wäre es alles fein. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, weil die sind... Kommt drauf an, ob sie die Größe merklich geändert haben. Das weiß ich halt alles nicht. Aber ich bräuchte halt auch alles neu. Neues Board, neuen RAM. Ja, oh, ich spring halt durch die Wand. Noch einer. Ja. Wo auch immer die kommt. Und noch einer. Ich sehe sie halt auch nicht, ne? Ja, Rätsel, momentan geht's. Bisher ist es nur hin und her rennen, aber es wird nochmal mit den Knöpfen spannend, weil ich wahrscheinlich jedes Stockwerk wechseln muss. Das schon so ungefähr mitbekommen. Hier lang. Was ist denn das? Einfach eine Sackgasse gebaut. Oh. Ich muss immer aufpassen wegen Stuttering, weil mir ist schon ein paar Mal OBS samt Nvidia-Treiber abgeschissen. Aber ich habe seitdem noch zwei OBS-Updates installiert. Vielleicht hat es das Problem gelöst. Bin ich jetzt hier gelandet? Also aktuell gibt es halt nur einen Weg, ne? Bei RAM kommt es darauf an, was du nimmst. Du unterstützt mit 12 und 13 Generationen DDR4. Warum man auch nicht aus der Hüfte schießen kann, ne? Na toll. Okay, jetzt fängt die Rätselei an, würde ich mal behaupten. Das sind zwar alles nette Boni. Könnt ihr einfach mal in die Distanz von der Kamera investieren, oder?
So. Vielleicht treffe ich da ein bisschen besser. Ist die Generation nicht schon irgendwas mit... Ach, hier geht's auch lang. Mit Gen... Gen 5 RAM? Hätte so gedacht. Ah, ich habe mich halt überhaupt nicht ausge... überhaupt nicht belesen, ne? Und so ist halt ein bisschen... So. Jetzt ist halt die Frage. Eins ist noch offen. Die Eins fehlt, ne? Ne, die Eins habe ich ja auch schon gedrückt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bräuchte theoretisch die 7. Ja, ich hätte doch mal rein investieren sollen. Es ist halt die Frage, wo die... Ich weiß nicht mal, wo die 7 ist. Ich habe nicht mal einen Schalter gesehen für die 7. Ob die hier drin irgendwo ist? Oder hier? Boah, das sieht nicht so wirklich begehbar aus. Da komme ich nicht rein, oder? 1, 2, 3, 4, 6, 5. Irgendwas ist ja jetzt hier nicht in Ordnung, ne? Hier fehlt erstmal die 5. Ist das hier die Möglichkeit, in welche Etagen ich hier komme? Warum ist die 5 extra? So, weil ich in der 5 bin wahrscheinlich. Es gibt keine Etage Nummer 7. Offiziell.